Jasper van der Werf, am Sonntag geht es weiter in der Liga, in der Raiffeisen Super League gegen den FC Luzern. Wie gross ist die Vorfreude, dass es auch hier wieder weitergeht? Ja, die Vorfreude ist sehr gross. Ich denke, wir haben alle lange auf den Moment gewartet und können es kaum erwarten, um endlich anzufangen. Wie habt ihr den Match vorbereitet in dieser Woche? Ja, wir haben uns auf den Gegner vorbereitet, wir haben uns eingespielt und uns gegenseitig motiviert und ich glaube, wir sind bereit. Marcel Kohler, der Restart im Cup haben wir schon hinter uns. Jetzt geht es weiter in der Liga. Endlich geht es los gegen den FC Luzern auswärts. Wie hast du die Mannschaft diese Woche auf diesen Match vorbereitet? Ja, wir haben natürlich nach dem Verlängerungsspiel in Lausanne haben wir ein bisschen mehr Regeneration gebraucht. Und das ist aber sehr gut abgelaufen und es sind alle gut erholt. Und ja, wir haben uns können gut vorbereiten jetzt auf das erste Meisterschaftsspiel. Es ist ja jetzt der dritte Match gegen Luzern in dieser Saison. Das erste Spiel haben wir daheim souverän 3-0 gewonnen. Das zweite dann auswärts mit 1-2 verloren. Was für Referenzen kann man aus diesem Spiel noch ziehen jetzt nach dieser Corona-Krise? Oder fährt jetzt alles wieder von Null an? Kannst du gar nicht mehr anfangen mit diesem Match? Ja, es ist schon ein bisschen anders. Also jetzt auch Luzern hat, ist natürlich auch weiter. Also sie haben klar in der Meisterschaft einen guten Lauf gehabt. Sie haben dann auch mit diesen 3 Monaten Pause ein bisschen umgestellt. Sie haben jetzt in den Testspielen auch ein bisschen anders gespielt. Und ja, ich bin gespannt, ob sie so werden auflaufen, wie sie den Testspiel gespielt haben, oder ob sie da noch Korrekturen werden anbringen. Ich denke, wir sind vorbereitet und ja, es war gut, haben wir der Match jetzt schon hinter uns, haben jetzt noch eine Woche können Pause, also optimal können erholen und nachher geht es nach dem Luzern-Match dann mit der englischen Woche richtig los.